Mein Name ist Sabine Schmidt. Ich bin die Kuratorin der Ausstellung von Ferne Bilder zur DDR. Die Ausstellung zeigt 18 künstlerische Positionen. Zu sehen sind Arbeiten, für die sich Künstler und Künstlerinnen fremde, aber auch eigene Fotografien wieder aneignen, also Bilder aus der DDR und über die DDR. Es geht darum, mit dem visuellen, mit dem fotografischen Nachlass der DDR umzugehen. Die Bildwelt, die hinterlassen ist, ist sehr divers und spiegelt sich auch in der Ausstellung wider. Künstlerische Fotografie, die einer Neubetrachtung unterzogen wird von den Fotografen und Fotografinnen selbst. Genauso bedienen sich aber vor allem Künstler einer jüngeren Generation recherchierten, gesuchten und gefundenen Bildmaterials. In der Ausstellung haben wir zwei Arbeiten von Jens Klein, Balance und Balance-Protokolle. Balance ist eine Auswahl von Fotografien aus dem Stasi-Unterlagenarchiv. Und dort sind verirrte Balance zu sehen, die politische Schriften von der BRD in die DDR transportiert haben. Und Jens Klein hat diese Bilder eben ausgewählt, aus ihrem Kontext genommen und dadurch eine Neubetrachtung unterzogen. Wenn wir über die Wiederaneignung der eigenen Fotografien sprechen hier in der Ausstellung, ist ein gutes Beispiel die Arbeiten von Tina Bahrer, die in den 80er Jahren zur Fotografin wurde. Wir sehen einen Fotofilm, der diese Entwicklung nachzeichnet, den sie 2014 erstellt hat und eben um Kommentare aus dem Jetzt oder von heute erweitert und dadurch eben eine ganz eigene Arbeit erstellt, die viel mit Erinnerungen und Zurückblicken umgeht.